Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric und heute gibt es den dritten Teil unseres Autotauschs. Ich habe mein Tesla Model S gegen diesen Porsche Taycan getauscht. Ja, nicht für immer, sondern nur für eine Woche. Noch sitze ich drin, aber nicht mehr lange, denn gleich kommt Stefan vorbei und holt sein Auto wieder ab. Das heißt, dann gibt es das Fazit. Zwei Teile habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Ich verlinke die euch hier oben auch nochmal. Und heute resümieren wir mal, wie hat uns jeweils das andere Auto gefallen? Konnten wir ein paar unserer Vorurteile, die wir durchaus hatten, revidieren oder sogar bestätigen? Ja, ich bin da ziemlich neugierig, wie Stefan jetzt diese Woche Model S empfunden hat. Und er wird sicherlich genauso gespannt sein, wie es mir im Porsche Taycan ergangen ist. Und ihr interessiert euch mit Sicherheit auch dafür. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Gleich nach dem Intro geht's los, also unbedingt dranbleiben. Hanna drauf inzwischen, wa? Hanna drauf! Jo, Stefan, wir sind wieder da. Du kannst deinen Porsche endlich wieder mitnehmen. Das klingt danach, als wenn du ihn loswerden willst. Nein, so ist es nicht. Wir haben ja gesagt, dass wir uns unsere ehrliche Meinung, unsere ehrliche Erfahrung gegenseitig tatsächlich erzählen. Tatsächlich, ja. So, Stefan, also wir sind ja also jetzt im Porsche. Das heißt, ich erzähle erstmal meine Erfahrung, meine Meinung, meine Eindrücke. Ja. Und dann wechseln wir wieder in den Tesla und dann geht das bei dir los. So. Also, ich habe mir auch extra Notizen gemacht, aber damit ich nichts vergesse. Es gibt Negatives und es gibt Neutrales und es gibt natürlich auch Positives. Ich bin gespannt. Ne? Soll ich mit den Negativen anfangen? Das ist vielleicht das Beste. Ja, ja, fang mit den Positives Negativen am Schluss. Ne? Bevor ich jetzt irgendwas vergesse. Ich muss mal kurz meine Notizen gucken. Die Liste ist ein bisschen lang. Ne? Ich habe natürlich keine Liste. Das heißt, du hast ja kaum was. Ist ja super. Okay, also fangen wir mal an. Was mir negativ aufgefallen ist. Das ist aber kein Porsche-spezifisches Problem. Wobei die meisten Probleme sind auch nicht Porsche-spezifisch. Mhm. Sondern die sind einfach, es ist kein Tesla-Problem. Mhm. Die ganze Schlüsselgeschichte. Also wir haben hier ja diese Sache mit dem schönen Schlüssel, alles gut. Ich habe auch Keyless, das funktioniert wunderbar. Das heißt, ich habe den Schlüssel in der Tasche, nähere mich dem Auto, der Wagen schließt sich automatisch auf, ich kann einsteigen, ich kann losfahren, alles super. Ich weiß, was jetzt kommt, ich weiß, was kommt. Wie oft hast du ihn einfach stehen gelassen, ohne abzuschließen? Jedes Mal. Verdammt, ich habe ihn jedes Mal stehen gelassen. Und weil du musst ihn dann wieder abschließen, wenn du rausgehst, hast du kein Keyless, Locking oder so, sondern du musst hier auf den Schließen-Knopf drücken, auf der Fernbedienung, damit er sich abschließt. Wie inkonsistent ist das denn? Ich meine, ich bin ja selber Ingenieur, ne? Und ich frage mich immer, auch bei vielen Sachen, die ich hier zu kritisieren habe, was denken sich Ingenieure, die sowas entwickeln. Was denken die sich dabei? Kann ich dir jetzt sagen? Du bist ja auch ein Ingenieur. Interessiert es dich wirklich? Ja, was denken die sich dabei? Also das ist tatsächlich, it's not a bucket, it's a feature tatsächlich. Also ich kann nur vom Volkswagen-Konzern reden, weil ich habe das auch schon mal gehabt und ich habe es beim ID.3 angesprochen. Und da wurde mir gesagt von einem Entwicklungsingenieur, es ist so, dass du dir bewusst machen sollst, dass du das Auto jetzt verschließt, um nochmal eventuell zu gucken, habe ich nicht eventuell Hund oder Kind im Auto vergessen? Zweite Inkonsistenz, die Ladeplanung. Wir haben ja hier eine Ladeplanung im Navi, die ist eigentlich ganz okay, funktioniert gut. Nur, ich habe ja hier einen Porsche und der Porsche ist mehr oder weniger Mitinhaber des Ionity-Konsortiums oder ist Konsortiumsteilnehmer, VW-Konzern. Ja. So, den gehört also, sage ich mal, mit Ionity. So, jetzt kann ich natürlich hier Ionity auch einplanen, aber die Ladeplanung hat keine Filter, dass ich nur nach Ionity filtern kann oder sagen kann, ich möchte jetzt nur an Ionity laden. Noch dazu, wo du mit diesem Auto ja nur 29 Cent pro Kilowattstunde 30. An 30, okay, 30. Dieser eine Cent schenke ich dir, wo du hier nur 30 Cent pro Kilowattstunde zahlst. Ja, das ist doch logisch, dass man da an Ionity laden will. Und das haben die hier nicht drin. Und da frage ich mich auch, es ist nur Software. Warum nicht? Ein kleiner Filter und die Sache wäre erledigt. Weißt du, was das ist? Gibt es auch eine Begründung, oder? Nee, ich setze einen drauf. Ja. Ich habe gerade die App aufgemacht. Ich wollte es dir zeigen, aber ich habe ja hier bei dir kein Bongo oder Netz. Kannst du dir das zeigen? In der App kannst du es. Ja, das hast du mir erzählt. In der App kannst du filtern. Nach Ionity filtern. Also aber wirklich nur den Ionity filtern und hier nicht. Du hast den
Charging-Tarif von Porsche mit den erwähnten 30 Cent und da kommt keine Minutengebühr dazu. Ja. Das heißt, du zahlst wirklich nur 30 Cent. Und sonst bei anderen Tarifen machen sie so, haben dann zwar auch 30 oder 32 Cent, aber pro Minute nochmal einen Aufschlag, je nach Ladegeschwindigkeit. Ist ja egal jetzt. Du hast tatsächlich in der App die Möglichkeit, und die ans Auto zu schicken, im Auto selber nicht. Warum? Ja, man weiß der es Geier. Nicht. Okay, Porsche, ihr könnt noch ein paar Hausaufgaben machen. Schaut dieses Video und das nächste Facelift, das ist dann hoffentlich alles behoben. Aber wir wollen das nicht zu lange ausdehnen hier. Das ist mir aufgefallen. Ich musste eben quasi als Porsche-Fahrer in dem Moment manuell raussuchen, verdammt, wo ist jetzt der nächste Ionity? Ja. Und da musste ich eine App bemühen, da habe ich einen Better Route Planner bemüht und das war unterwegs auch teilweise ganz schön nervig. Es nervt und das muss echt nicht sein. Habe ich auf dem Weg nach Berlin oder Hamburg auch gehabt, die Strecke kenne ich nicht. Er schlägt mir vor, Allego, gleich nebenan ist Ionity. Ja, das ist völlig irre. Nächster Punkt und da war ich tatsächlich, ich war persönlich geschockt, aber mir wurde auch klar, warum das so ist, und zwar das Motorgeräusch. Wir haben ja einen Porsche und mir ist völlig klar, dass das ein Porsche ist, den bevorzugt Porsche-Fahrer fahren. Keine Leute, die noch nie einen Porsche gefahren haben, sondern natürlich Porsche hat eine Zielgruppe, die wollen Motorsport. Ja, das ist ja ein Sportwagen, und zwar ein klassischer. Und wir haben ja aber Elektromotoren, zwei Stück. Und ich muss zugeben, das war das lauteste E-Auto, was ich... Mir so hebst den Finger, hast du einen Widerspruch? Ich habe nur einen Motor. Ach, du hast nur Hinterradantrieb? Mhm. Okay, ich nehme alles zurück, wir haben nur Hinterradantrieb. Trotzdem haben wir ein Elektromotorgeräusch und nicht der Electronics-Porsche-Sound. Sondern der normale Elektromotor, der macht so ein lautes Geräusch, was für meine Ohren auch von der Frequenz her sehr unangenehm war. Mhm. Das konnte ich nicht verstehen. Und ich kann ja den Electronic Sport Sound noch manuell dazuschalten. Das würde ich ja sagen, macht Sinn. Der klingt auch richtig geil. Finde ich auch. Wer es mag. Ja. Ich mag es. Ich habe ihn teilweise sogar angehabt, damit ich dieses nervige E-Auto oder E-Motor-Geräusch übertöne. Mhm. Aber für ein E-Auto finde ich das nicht angemessen. Und ja, das hat mich nur gewundert. Und ich weiß zwar, warum das so ist, aber ich persönlich fand das halt nicht gut. Und das hat mich hier tatsächlich gestört. Mhm. Und vor allem gestern bin ich ja Langstrecke gefahren. Nee, vorgestern war es. Vorgestern Langstrecke, 880 Kilometer hin und zurück. Mhm. Und ich hatte wieder dieses Gefühl wie damals, als ich Verbrenner gefahren bin, dass ich gerädert aus dem Auto steige. Sonst bei anderen E-Autos habe ich das Gefühl, ich steige fast schon erholt aus dem Auto, wegen der doch relativen Ruhe oder Gleichförmigkeit des Geräuschs. Da war ich gerädert und das hatte ich sonst eigentlich nicht. Und das finde ich schade. Das finde ich irgendwie dem Auto eigentlich für mich persönlich nicht angemessen. Porsche-Zielgruppe findet das möglicherweise geil. Gut, nächster Punkt, was mir negativ aufgefallen ist, Rückfahrkamera. Mhm. Und wir haben ja eine Rückfahrkamera drin, wir haben ja auch 3D-Surround-View drin in diesem Auto. Mhm. Alles super, aber die Ansicht der Rückfahrkamera ist so dermaßen verzerrt, dass ich mit dieser Rückfahrkamera tatsächlich echt wenig anfangen kann. Ich habe dann immer den Surround View benutzt und teilweise eher so die Spiegel benutzt und die Rückfahrkamera nur so als ungefähr Pi mal Daumen Richtlinie, weil die so verzerrt ist. Ja. Und das hat mich total gewundert, warum die hier so eine komische Rückfahrkamera einbauen. Ist so ein Punkt, kann man doch ganz einfach lösen. Sogar die Rückfahrkamera in meiner Renault Zoe war brauchbarer als das da. Ehrlich gesagt. So stimmt das gar nicht. Ja, du hast dich vielleicht dran gewöhnt, aber ehrlich gesagt, tatsächlich. Du hast da das Gefühl, du bist schon eigentlich an der Wand. Also jetzt hier bei meiner Garage, ja. Das sieht so aus, als würde ich hier gleich kratzen. Und wenn das jetzt zwei Autos wären und das wäre eine Parklücke, dann sieht das hier so aus, als würde ich mit dem Porsche aber sowas von knapp nur in die Parklücke kommen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist hier links und rechts ein halber Meter Platz. Ich weiß, was du meinst. Software allgemein. Ich habe es ja während der Testphase nicht hingekriegt, einen Account zu bekommen. Ja, es gab immer die Meldung, dass meine Porsche-ID mit meinem Passwort zusammen nicht funktioniert. In der App funktioniert sie, aber hier in dem Fahrzeug nicht. Und in der App konnte ich das Fahrzeug auch nicht einspeichern, weil er mich dann gefragt hat, ich soll mal einen Besitzernachweis liefern, naja, klar. Dass nicht jeder irgendwie hier ein Porsche-Fahrzeug konfiguriert. Das war schade. Dann die Einstellungen, die ich hier als Gast oder auch später habe ich dann deinen Account benutzt. Mhm. Sorry, aber ich habe nicht viel verstellt. Nee, alles gut. Die Einstellungen, die ich hier mache, sagen wir der Modus oder die Fahrwerkshöhe bzw. Rekuperation, merkt er sich halt nicht. Die muss ich bei jeder Fahrt neu einstellen. Das ist erstaunlich, ne? Du gibst es zwar in den Profilen ein und du kannst es einrichten, aber er vergisst es. Du kannst den Sportsound einstellen und so weiter und er vergisst es wieder. Ja. Also das ist wirklich ein Software-Bug. Gut, das mit dem Türverriegelungsfehler haben wir jetzt gelöst. Das Witzige war, als ich mir den habe vorlesen lassen, irgendwo bei den Benachrichtigungen konnte man sich den Fehler vorlesen lassen. Das spiele ich dann im Video hier mal ab, was der vorgelesen hat. Das war so richtig geil mit HTML und Style-Informationen. Also nicht nur Türsicherung gestört.
TC Warn Message Detail Warning I313 Text Area 1 Base. Dann Rekuperation habe ich gesagt. Rekuperation ist tatsächlich hier sehr schwach, selbst wenn man sie aktiviert. Also man kann sie nur ein- oder ausschalten. Sie ist sehr schwach. Stefan hat gesagt, Porsche-Fahrer sollen halt bremsen. Genau. Und beim Bremsen rekuperiert man. Richtig. Also ist, bewusst von Porsche so. Bewusst so. Ich persönlich fand es halt doof, aber das ist nur mein Geschmack. Ja. Dann die Assistenzsysteme. Die sind eigentlich sehr super, muss ich zugeben. Spurhalteassistent, Tempomat, alles funktioniert gut. Ich hatte aber auf den 800 Kilometer tatsächlich mehrere Phantombremsungen, gerade im Bereich LKW überholen und so. Ich hatte dann teilweise von 100, 140 auf 125 ist er runtergegangen. Naja. Das hatte ich, das war zwei, drei Mal. Und einmal muss ich zugeben, das war genauso wie beim Tesla. Ich fuhr in der Baustelle. Und da waren halt die gelben Linien und die dicke, also ganz rechts auf der normalerweise Standstreifenspur, da ist ja diese dicke weiße Linie mitten in den gelben Linien. Irgendwann gab eine Ausfahrt und diese dicke weiße Linie ging halt rechts raus. Und er zog mit, ne? Und die gelben Linien gingen halt geradeaus, ja. Und der Porsche, Spurhalteassistent, zog voll rechts. So, Stefan, eins habe ich noch, bevor ich es vergesse, ne? Ich bin ja so ein Digital Native, wie man so schön sagt. Sind wir alle. Ja, aber das wundert mich halt hier im Porsche. Ne? Also wenn ich mein Handy laden will, dann muss ich das hier in die Mittelkonsole tun. Dann geht das hier auf. Ja. Das Ding fällt aber immer wieder zu. Ich muss das mit dem Ellenbogen aufhalten und dann mich verrenken und dann das hier reinrasten. Genau. Und ich sehe nicht, ob es lädt. Ich habe keine Ahnung, ob es lädt. Es wird mir hier irgendwie... Da siehst du, in dem... Da mit dem, also, mit dem Zacken, okay. Dass es lädt. Ein 5x5 Pixel großes Icon. Super, aber ich kann nicht drauf gucken, ich sehe gar nichts. Ja, pass das, auf, während des Autofahrens sollst du auch nicht auf dein Handy-Display gucken. Hör auf, ich gucke auch auf den Tacho. Ja, der und ist auch vor dir. Rein und raus, ja, ist so umständlich. Das hat mich einfach die ganze Zeit genervt. Deswegen ist hier CarPlay drin, dass diese Funktion übernimmt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Übrigens, besonders geil, wenn du ein iPhone Mini hast und ihr kennt das, wenn ihr meine Videos guckt, das iPhone Mini wird nicht geladen. Das ist zu klein und hinten die Induktionsschleife ist zu tief dann und die wird vom Porsche nicht geladen. Deswegen muss ich da was unterlegen, damit der überhaupt geladen wird da drin. Und deswegen habe ich tatsächlich auch immer ein separates Ladekabel dabei, weil mich das nervt. Und dann ist es hier drin. Seht ihr? So, das waren meine Kritikpunkte. Mehr habe ich nicht, Leute. Das waren zwar ein paar. Das war einiges. Aber es war jetzt ja nichts Dramatisches. So, was ist neutral? Neutral finde ich jetzt Reichweite, Verbrauch. Reichweite ist okay. Ich würde mal sagen, so 330 Kilometer in der Realität mit dem Range-Modus kommt man locker. Range-Modus heißt bei mir 140, 150. Ja. Ist okay, völlig okay. Wenn man Sportmodus fährt, ist natürlich weniger. Und der Verbrauch, ja, ich lag auf der Hinfahrt so bei 25 Kilowattstunden und auf der Rückfahrt, diese 440 Kilometer, lag ich bei 21,8. Das ist gut. Hatte ich aber auch viel Stau und ein bisschen Landstraße natürlich. Und ich bin auch nicht so schnell gefahren, aber so 150 bin ich schon gefahren. Ja. 21,8 finde ich einen super Wert. Das war das Neutrale, ne? Also besser geht's ja immer. Und jetzt kommen natürlich die positiven Sachen. Also ich habe jetzt zwar kein kein Spotify automatisch drin. Ich habe dann Apple CarPlay benutzt, mein Handy, meine Playlists hier auf dem Handy. Ja, geil, mit dem Tesla Apple CarPlay, natürlich Fehlanzeige, hat es gar nicht. Das fand ich hier super, auch drahtlos, funktionierte, ist auch nur einmal abgebrochen. Ja, dann natürlich Porsche. Ey Leute, das Fahrgefühl ist natürlich mega. Es ist ein Porsche, liegt wie ein Brett auf der Straße. Ne? Fahrwerk ist mega. Gut, Beschleunigung. Ich habe da auch einen Wagen, da kannst du dann was drüber erzählen. Ja. Der Regensensor, ich bin tatsächlich vorgestern, obwohl überall blauer Himmel war, bin ich auf der Rückfahrt in den Regen gekommen, Leute. Es ist wieder so ein Move-Electric. Ich habe in das Auto geguckt. Gucken an die Schürze, ich so, wo ist der denn lang gefahren? Es hat geregnet, so bei Münster Osnabrück, ja. Und der Regensensor, tippitoppi, Leute, tippitoppi. da kann ich ja bei Tesla einfach, natürlich, ja, man da sich kann ich ein Lied von einen Regensensor freuen kann. Und natürlich habe ich hier einen Blinkerhebel. Ich habe den abgefeiert, den Blinkerhebel. Ich komme natürlich klar mit meinen Knöpfen hier am Lenkrad, aber ganz unter uns, ja. Blinkerhebel ist einfach schon geiler als Knöpfe am Lenkrad, also muss ich einfach sagen, ne? Super, so, dann Ladeleistung. Leute, die Ladeleistung. Okay, ich bin nicht auf 270 kW gekommen. Ich glaube, 260 oder 62 war mal das Maximum. Ja. Aber ich habe... Du warst aber auch zu früh dran. Ich kriege einen Hinweis an der Uhr und du warst mit 20 oder 25 Prozent dran. Ja, bei Ionities, die lagen halt so schlecht auf der Strecke. Ich musste da ja laden, weil ich wollte ja bei Ionity laden. Und dann war ich in... Also 17 Minuten war das Maximum und da habe ich, glaube ich, bis... Ich weiß gar nicht, wie hoch ich geladen habe. Über 80 waren das. Über 80 und das war schon so stressig. Ich habe mir ein Brötchen reingewürgt. Ich konnte nur nicht mal auf Toilette gehen, weil es einfach so schnell ging. Mhm.
Die negative Seite ist, das ist schon fast wieder Stress. Und dann natürlich das, was du bei unserem Onboarding gezeigt hast. Porsche. Das ist ein Porsche. Es ist ein Porsche, Leute. Mhm. Das Porsche-Gefühl. Jeder auf der Straße. Hammer, oder? Guckt schön, dass es dir hinterher ist. Schön, dass sie aufgefallen ist. Auf den Rastplätzen. Ne? Also es ist so, das Porsche-Gefühl, das ist natürlich unbezahlbar. Das hat man mit keinem anderen Auto. Und der Wagen, ganz ehrlich, der sieht affengeil aus. Ja. Und die Felgen, und also das Schwarz-Weiße, die Form, die Optik. Es ist einfach krass, wie gut dieser Wagen aussieht. Und ich muss zugeben, das Porsche Taycan Facelift gefällt mir gar nicht so. Ich habe es noch nicht live gesehen. Ne? Aber so auf den Fotos und Videos gefällt mir das gar nicht so gut wie dieses. Sagen viele tatsächlich. So, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Jens, kannst du dir vorstellen, ein Porsche Taycan zu kaufen, wenn dein Tesla Model S weggeht? Jetzt kommt's. Also, ich sag mal ganz ehrlich, ich müsste ja bescheuert sein, wenn ich mir nicht vorstellen könnte, einen Porsche zu kaufen. Aber das Fahren hier mit dem Auto, das ganze Gesamtpaket, das macht einfach tierisch Spaß. Die negativen Seiten, die ich mir aufgeschrieben habe, ja, das ist nervig, ganz ehrlich, das ist wirklich nervig. Am nervigsten der Motorsound. Also der Motorsound ist das Einzige, was mich tatsächlich vom Kauf abhalten würde. Also unter uns, ich bin auch froh, wieder in meinen Tesla zu steigen. Die Performance, da reden wir ja gleich drüber. Ja, reden wir gleich drüber. Was da positiv ist. So, das waren meine 50 Cent Porsche Taycan. Eine Woche ist vorbei. Jetzt gehen wir zu mir in meine Tesla Model S. Und dann gibt es mein Fazit zum Tesla. So, Fazit. Jens ist bei mir. Ich sitze immer noch in seinem Tesla und wir sprechen jetzt mal darüber, was ich an positiven oder negativen zum Thema Tesla Model S habe. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, darfst du auch sein. Ich fange mal erst mit den negativen Sachen an. So, genau wie beim Porsche. Stimmt, haben wir auch. Also, das ganze Bedienungskonzept ist Tesla-like. Man versucht so viel wie möglich über eine Software zu lösen und damit zu reduzieren. So, das heißt, ich habe zum Beispiel die Blinker natürlich im Lenkrad, genau wie die Hupe. Im Gefahrenmodus, Hupe, du haust eigentlich genau auf die Mitte, passiert nichts. Haben andere alte Model S, haben das ja tatsächlich, oder? Das Model 3 hat es auch wieder. Model 3, siehst du, da weißt du mehr als ich. Und dementsprechend... Also Highland, ne? Ja. Und du hast es mir jetzt verschön erzählt mit dem Blinken. Und ich habe mich tatsächlich jetzt nach der Woche auch im normalen Straßenverkehr gut daran gewöhnt, die Blinkerdrücker zu bedienen. Aber ganz im Ernst, echt nicht, geht nicht. Ja, das ist Gewöhnungssache. Aber ich gebe dir recht, Blinkerhebel sind tausendmal besser. In Summe finde ich das ganze Lenkrad, ich finde es riesig. Mhm. Es ist wirklich ein riesiges Lenkrad, habe ich auch gedacht. Und dann sitze ich hier und dann gucke ich auf den Screen. Und eigentlich die wichtigste Taste für mich in dem Screen ist komplett vom Lenkradkranz abgedeckt. Das heißt, die Taste für sämtliche Einstellungen ist komplett abgedeckt. Ich sehe jetzt auch nicht den N hier unten. Mhm. Muss so, ah, da ist er, da muss ich jetzt drücken. Hatte ich heute zum Beispiel in der Waschstraße. Dann muss ich jetzt mal so, ach, da war das N. Du hast vorhin beim Porsche so ein paar Sachen gesagt, die sind inkonsequent. Mega gut. Du gehst mit dem Handy an den Kofferraum und der macht den automatisch auf. Funktioniert top. Was wiederum inkonsequent ist, in dem Moment, wo du hinten ans Auto ran bist, du hast keinen Drücker, um die Ladung zu beenden. Du musst immer in die App reingehen, musst die Ladung beenden, damit du den Stecker ziehen kannst, zum Beispiel an irgendeiner AC-Säule. Ja, du kannst natürlich hier ins Auto. Ich habe aber auch den Keyfob. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich den Keyfob habe. Ja. Und wenn du beim Keyfob lange auf den Kofferraum drückst, 2 Sekunden, dann macht er die Ladung auch aus. Ein Thema beim Fahren, und ich bin jetzt noch bei den negativen Punkten, die positiven kommen gleich. Einmal selbstverschuldet. Ich wollte natürlich nach meinem Trip gucken, was habe ich verbraucht. Das kannst du halt hier nicht machen. Weil du hast den Screen hier in der Mitte und irgendwie sagt es ja selber, irgendwie beim Model 3 gibt es noch eine weitere Taste. Und sobald er die Navigation beendet hat, ist es für ihn auch vorbei. Dann zeigt er dir nicht mehr an, was hast du gerade geschafft an Weg. Und naja, dann gibt es hier Trips. Ne? Ich bin beim ersten Mal nicht drauf gekommen. Natürlich hast du Trips. Aber in dem Moment dachte ich, naheliegend, geh auf den Energiemonitor. Ja, das finde ich auch doof, dass sie das weggemacht haben. Das ist auch nicht rational erklärbar. Und last but not least, zu den Punkten, wo ich sage, negativ, die zwei sind es noch. Einmal, die A-Säule ist gigantisch. Wirklich. Ich habe es mehrfach gehabt. Zum Beispiel waren so leicht Serpentinen. Du fährst nach da, kommst in so einen U-Turn, willst gucken und du siehst nicht, was kommt von oben runter. Du musst wirklich so machen, damit du siehst, was kommt von oben. Heute habe ich es gehabt in der Überseestadt. Guck nach rechts, nichts, von links, will gerade fahren, da kommt aus der A-Säule ein E ab. Aus der A-Säule? Ja, quasi. Ich dachte, oh, Alter, hinter der ganzen A-Säule, weil die Straße genau hinter der A-Säule so verläuft. In dem Punkt können wir jetzt eigentlich auch schon zu den positiven Dingen kommen, weil
gerade beim Fahren, ich mag dieses One-Pedal-Driving, das mag ich ja. Mhm. Ich bin ja keiner, der sagt, ich finde das System von Porsche jetzt mega, wo du wirklich viel mit der Bremse arbeitest, weil Porsche sagt, hey, wir sind ein Fahrerunternehmen, das Auto soll gefahren werden und soll weniger selber fahren. Ja, aber trotzdem, an manchen Punkten sage ich einfach so, dieses One-Pedal-Driving ist eigentlich das, was auch so ein Elektroauto dann ausmacht. Ja. Weil das können die Dinger einfach. Und das fehlte mir tatsächlich. Ich liebe tatsächlich One-Pedal-Driving. Und irgendwann hast du es auch easy so raus, dass du rechtzeitig darunter gehst und du kommst direkt vor dir an der Ampel zum Stehen. Und ja, bei dem Thema sind wir dann schon gleich weiter. Das ganze Thema Software müssen wir gar nicht besprechen. Also was das... Es ist, muss man ja nicht, also Tesla ist ein Softwareunternehmen, was zufällig ein Auto gebaut hat. Es ist einfach so. Ja. Und das merkst du an jeder Stelle. Und wenn es dann vor dir angezeigt wird, die Autos, die Ampeln, die Bremslichter inzwischen auch von den Autos vor dir und so weiter, dann sage ich, okay, das ist tatsächlich etwas, das sind so unheimlich weit und da kann sich einige eine Scheibe von abschneiden. Was lustig war, ohne aktives WLAN oder ohne aktive Internetverbindung geht in diesem Auto gar nichts. Ich war bei mir in dem Kohlebunker unten im Keller, wo mein Auto steht. Porsche hat keinen Empfang, der auch nicht. Beim Porsche kannst du aber Offline-Navigation schon mal eingeben. Da sucht dir die Strecke raus. Hier geht gar nichts. Okay. Der hat keine Offline-Karten. Hat aber tatsächlich 400, 500 Meter gedauert, bis er dann die wieder hatte. Ne? Also er hat eigentlich ein super Empfangsmodul. Das kann man ja auch sehen, dass wir hier, selbst wenn ich nicht in meinem WLAN bin, wo ich jetzt im Carport stehe, bin ich in meinem WLAN. Aber wenn ich ein bisschen weiterfahre, so 5 Meter reichen, bin ich nicht mehr in meinem WLAN. Selbst dann kann ich flüssig Netflix gucken. Und das, obwohl unsere Handys hier keinen Empfang haben. Das heißt, das Empfangsmodul hier im Tesla ist super. Und wenn du aber mal den Empfang verlierst, weil du in der Tiefgarage stehst, dann dauert es ein bisschen, bis er ihn wiederfindet. Das kann schon mal ein paar Minuten dauern. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Was dann natürlich positiv war, wie gesagt, die Ladeplanung braucht ihr auf dem Hinweg nicht, weil das Ding hat einfach eine Reichweite bis nach Meppen. Ja, also, das ist wirklich der Hammer. Alter Schwede! Du fährst, habe ich auch im Video gesagt, du fährst 300 Kilometer mit dem, jetzt wie, ich hatte ein bisschen 82% oder so, habe ich den übernommen. Fährst 300 Kilometer und er sagt am Ende noch, ja, jetzt hast du noch 150, dann fährst du noch mal weiter und am Ende des nächsten Tages inklusive Wächtermodus war ich bei 35 Kilometer Restreichweite immer noch, waren irgendwie dann 12% oder so, 9%, irgendwie so. Ich habe da ein bisschen AC geladen. Was hast du denn bei den Trips? Lass mal kurz gucken. Ja, ich habe die nicht gelöscht. Ich wollte deine Dinger nicht löschen. Naja, seit Laden, das ist egal, aber seit dem letzten Laden hast du jetzt 44 Kilometer, 17,5. Okay, das ist fast schon viel. 17,5, viel, das schaffst du mit dem Taiga nie. Ja, guck mal, ich habe im Winter, den ganzen Winter, fast 6000 Kilometer gefahren im Winter und habe 21,9. Ja, und ich bin selbst das kriegst du fast Taiga nur Langstrecke gefahren. Ja. Und da muss man ehrlich sagen, also ich hatte auf dem Hinweg 19,7 oder 19,5. Am Rückweg 18,7 dann gehabt. Und wie schnell bist du gefahren? Also ich fahre ja immer so, dass ich 130, 140 fahre. Ja. Aber da war auch das eine Mal, bin ich voll im Stau gelandet, weil ich dem System nicht vertraut habe. Vertraue dem Tesla, vertraue dem Navi und fahr außen rum, wenn der das sagt. Genau. War ein Lerneffekt für mich. Ne? Also wie gesagt, Verbrauch, Reichweite und ich habe ja da hinten nur das Kassenmodell. Ja? Der hat 280 kW, 350 im Boost. Das hat der hier an einer Achse. Mhm. Der hat 500 kW in Long Range. Du kriegst gar nicht weniger Leistung. Das Ding geht so brachial nach vorne. Du musst, wenn du drauf pettest, das Lenkrad mit beiden Händen festhalten, weil der reißt einfach nur dran und saut. Ja. Echt, also. Das ist was, wo ich sage, das ist so krass. Das hat, glaube ich, auch ein Porsche-Fahrer so noch nicht erlebt. Ja, also, selbst mit dem Wahnsinn. GTS nicht. Also. Ja, das ist Hammer, ne? Aber das benutzt man ja nicht jeden Tag. Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon schön, wenn man mal so richtig drauf drückt, nach vorne geht. Genau. Ne? Und das Lustige ist, das machst du dann hier auch bis an der Ampel und neben dir wieder die typischen, die wir kennen. Und du gibst einfach mal Gas, so aber hoch, dann bist du halt schon gleich bei 65 oder so. Und, dann gut. Und die stehen noch. Die stehen noch und dann kommst du an dir vorbei mit 80 und ja, und du denkst so, also nee, macht wirklich Spaß. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt Kategorie Fahrspaß. Also, ja. Meinst du, der Fahrspaß Model S Porsche, inwieweit kann man sich das... Ja, das ist jetzt, pass auf, das eine ist das Fahrspaß. Du merkst aber am Fahrwerk, der ist hölzerner, der ist ein bisschen holpriger, der liegt nicht schlecht, aber ich finde ihn, auch wenn ich im Komfortmodus war, hier von dem Federndämpfer Einheit und so weiter, da war ich immer im Komfortmodus drin, alles gut. Aber du merkst einen deutlichen Unterschied zum Thema
das sind wirklich Fahrwerksexperten bei Porsche. Ja. Und dann bist du hier im Tesla und denkst nur, Jungs, ihr macht eine geile Software, ihr habt einen Punch ohne Ende, beim Fahrwerk müsst ihr echt noch ein bisschen was tun. Und es hat seine Gründe, warum viele sich auch in andere Fahrwerke einbauen, weil das ist so ein Tesla-Ding. Ne? Er läuft den Spurrillen nicht so extrem hinterher wie der Porsche. Das macht er extrem, finde ich, der Porsche. Du merkst richtig manchmal so einen Zug oder so. Ne? Aber das Auto macht Spaß, natürlich macht das Spaß. Ne? Und ich finde auch, ähnliche Breite wie der Taycan, also haben wir ja gesagt, Länge, Breite ist ungefähr das Gleiche. Du kannst ihn sehr, sehr, sehr gut fahren. Und ich hatte bei dem hier nicht einmal die Angst irgendwie, dass ich einen Kannstein torschiere. Was, und das kommen wir eben auch zum Positiven, ich war ja ganz kritisch gegenüber dem Vision Only. Ja. Und habe gesagt, alter Schwede, das ist, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und ich muss sagen, ich nehme alles zurück. Es funktioniert perfekt. Richtig gut. Einparken bei mir in der Garage, leichter als beim Porsche. Okay. Der Porsche, der schreit mich an und ver... Das ist da wirklich schon, wo ich dann nur noch, was du sagtest, nach Spiegel mit dem Porsche fahre, weil ich es gerade besser sehe, als die Sensoren es mir zurückmelden und die ganze Zeit nur noch auf Dauerpiepen sind und überall und so weiter, macht er hier nicht. Der gibt Hinweise ganz dezent, ding, ding und was so mich, nochmal kurzer Schnitt hier beim Porsche, wenn ich zum Beispiel rückwärts an meine Garagen, an mein Garagentor ranfahre, was mich nicht nur bei Porsche, auch bei dem letzten BMW und auch anderen Kia genervt hat, ist diese erzwungene Vollbremsung, wenn das Auto meint, ich bin jetzt zu nah dran. Also es gelingt mir auch nicht mit ganz feinem Gasfuß den Wagen so ganz sachte an ein Tor ranzufahren, bis auf 10 cm, sondern er bremst schon 30 cm vorher, aber mit Karacho, dass hier irgendwie das Display aus der Verankerung Der knallt den richtig rein. Und das finde ich hier super schön gelöst, weil du kannst, wenn du ein bisschen feinfühligen Gasfuß hast, den Wagen millimetergenau navigieren, ganz sanft. Und das finde ich eine erstaunliche Aussage von dir, dass du Vision Only ganz gut fandest. Super gut, also, super gut. Habe ich auch sonst von niemandem bisher gehört. Tatsächlich, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mich komplett überzeugt, das System jetzt in der Zeit, wo ich das Auto gefahren habe. Ich fahre ja jetzt immer nur diesen Wagen. Ich habe ja den Vergleich nicht. Und ich muss zugeben, dass ich bei dir bin, dass ich mit dieser ganzen Surround-View und Rückfahrkamera-Geschichte beim Taycan wirklich schlecht zurechtgekommen bin. Da komme ich hier deutlich besser zurecht. Ja. Für mich war es immer so ein No-Go, ein Auto zu kaufen, zum Beispiel ohne Einparksensoren. Was mich tatsächlich positiv überrascht hat, dass er inzwischen Apple Music als App drin hat. So konnte ich mich da anmelden und konnte auch meine Sachen hören. War für mich immer so eine Sache, ohne CarPlay fand ich doof, aber das wiederum ist für mich so ein Benefit, okay, kann ich mit umgehen. Du benutzt ja CarPlay öfter im Porsche. Ja, ja. Hast du es jetzt hier vermisst während der Woche? Ne, dadurch, dass ich mich anmelden konnte über Apple Music nicht. Der einzige Grund, warum ich kein Model S nehmen wollen würde, ist aktuell einfach nur, ich brauche nicht wieder so ein großes Auto. Ja. So, das heißt, hätte jetzt ein Model 3 viele von diesen Benefits, die ein Model S hätte, und dafür gehört für mich tatsächlich auch, ich finde das mit dem zweiten Screen hier vorne sehr, sehr gut. Nur einen einzigen Screen zu haben, ist für mich dann irgendwo, wo ich sage, buh, nee, zum Beispiel, ich weiß nicht, Head-Up-Display, ich mag es total. Nicht viel Geld und gute Worte. So, und ich liebe es. Ne? Du guckst halt immer aus und dann irgendwann merkst du halt, ach so, da steht keine Geschwindigkeit, aber du hast es wenigstens da. Jetzt immer so zu gucken, also wirklich, machst du ja nicht. Du machst immer nur mit den Augen natürlich nur so. Aber trotzdem, es ist für mich, ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt, also Model 3 wäre die Größe, wo ich dann sagen würde, mit dem würde ich dann fahren, dann würde ich mir wünschen, bei Model 3 ein Head-Up-Display zu haben, dass ich dementsprechend einfach die Geschwindigkeit und die Navigation vor mir sehe und den Screen lassen. Das wäre echt die optimale Lösung, auch für Tesla ein Head-Up-Display zu implementieren. Ja. Jetzt bleibt dir nur irgendwie der Aftermarket, hier so ein kleines, schlitzartiges Tacho-Display, dir so nachträglich zu installieren. Die sind gar nicht so schlecht. Ich habe schon ein paar gesehen, die sind ganz gut. Die haben da meistens Android als Betriebssystem. Ja. Ein bisschen Kabel legen, do-it-yourself, ist das in einer Stunde gemacht. Hat ja, glaube ich, der Frank von Generation E auch in seinem Model Y. Genau, der hat ein Model Y drin. Also 100 verschiedene. Ja, aber sonst hat es mir wirklich Spaß gemacht, Jens, und danke für die Chance, dass ich das mal jetzt auch ein bisschen länger mit dem aktuellen Modell ausprobieren konnte. Das letzte war ja der Horst, den ich gefahren bin, der alten Lüning Tesla 85D. Boah. Aber das hat Spaß gemacht und es hat viele meiner vielleicht verstaubten Ansichten von Tesla tatsächlich revidiert. Also das war ja eigentlich auch der Sinn dieses Tests, um das mal rauszufinden, wie jetzt die aktuelle Lage eigentlich ist. Ja. Und es freut mich, dass es dir so im Prinzip doch gefallen hat. Ja. Mir hat es auch gefallen und toll, dass ich die Chance hatte, den Porsche zu fahren. Weil ganz unter uns, ich bin natürlich einer, der immer mal wieder schielt auf den Taycan, weil der sieht natürlich einfach schweinegeil aus. Mhm. Und ich liebe ja Autos und ich fahre auch ein Auto, was in derselben Preisklasse ist.
nur eben ein Tesla. Und die Frage ist eben, kaufe ich mir jemals im Leben ein Porsche, also einen Taycan, ja oder nein? Und nur mit einer Probefahrt von einem Tag hätte ich das ja nie rausfinden können. Das stimmt, den musst du schon mal und meine Meinung habt ihr jetzt ja gehört im Video. Also ich könnte mir schon vorstellen, einen Taycan zu fahren. Motorsound müsste man nochmal drüber gucken, ob das nicht doch anders geht. Aber egal. Ja, schönes Video. Mich hat es echt gefreut, Stefan. Hau rein. Danke, Jens. Das war super. Und wenn es euch gefallen hat, ne, nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben und schreibt uns doch oder mir gerne in die Kommentare, bei Stefans Video natürlich auch, verlinke ich euch hier übrigens. Ich wollte sagen, es war fast das gleiche jetzt hier. Schreibt doch mal uns in die Kommentare, erstens, wie ihr diesen Test so fandet und was ihr jeweils von den Autos haltet. Vielleicht fahrt ihr auch Porsche oder Tesla Model S. Wie seht ihr ja unsere Erfahrungen? Wie könnt ihr das einordnen? Genau. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Also Stefan Schwungvoll und mein Move Electric natürlich. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Genau. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.